So, da mache ich mich auch trinken auf dem Weg nach unten. Ich guck mal, dass ich mich zu euch hin teleportiere. Wo seid ihr? Juhu. Seid ihr alle auf dem Haufen? Nope. Oh, ich hab mal wieder den Anschluss verpasst. Yeah, too fast. Nicht so schlimm. Aber hallo und herzlich willkommen zurück, Leute, zu Terraria. Und weil wir den 3.1. haben, hoffe ich doch sehr, dass ihr gut ins neue Jahr gerutscht seid. Alles Gute zu 2016. Und natürlich mit alten Bekannten. Der Pascal ist da, der Marcel ist da und die Sandra ist da. Hallo. Ja, hallo. So, und wir haben einiges vor. Ich kann mich gar nicht retten hier von den ganzen Viechern. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Bin ich also jetzt safe? Wenn ihr eine fette, große, pinke Blume findet, ne, dann sagt Bescheid. Und nicht abbauen, weil sonst spawnt ihr den Boss. Eine dicke, fette, pinke Blume. Genau, wir sind nämlich jetzt wieder auf Boss-Klatschen aus, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst, Leute. Das ist ganz wichtig. Lieber, wie du es sagst, Boss-Klatschen. Boss-Klatschen. Der Marcel war so nett, hat uns Flügel gegeben. Ich trage so schöne, Apienflügelchen. So, wie viele Bosse müssen wir jetzt hauen, damit wir an die besseren Bohrer kommen? Ach so, ja, dafür gar keine hier im Dschungel. Also dafür müssen wir wieder zurück zum Haus und generell anderen Stuff farmen. Aber ich bin dafür, dass wir trotzdem im Dschungel gehen, weil, Ja, hier gibt's einen Boss, den Marcel unbedingt geklatscht haben möchte. Okay, dann machen wir das. Hier gibt's sogar zwei Boss, die ich unbedingt klatschen möchte. Ja, Marcel, der will wieder klatschen, ja. Der eine gibt ja auch Nahkampfwaffe. Oh, was ist denn hier? Lol, hast du mit Absicht gemacht, Ramon? Ja, so farm ich immer. Ich benutze meine Waffe als Licht. Jedes Mal. Zumindest habe ich so im Singleplayer gespielt. Wir haben alle ein bisschen im Singleplayer gespielt. Ja, nice. Glückssache hier, du. Und, also, mal ein bisschen da, wartet, nicht alles abbauen. Ich will was gucken. Geht mal kurz da raus, bitte. Okay. Du zerstörst es. Ja, ich will gucken, ob ich das mit meinem... Du meinst, springen kannst, damit du es einsammeln kannst. Nein, war ja klar. Böse immer Arme. Musst du alles kaputt machen. Schlimm hier. Der Pascal wieder. Ich weiß, dass ich im Singleplayer noch was habe, was das Farmen eindeutig erleichtert. Aber das nehme ich hier nicht mit, weil das würde... Ja. Machen wir auch nicht. Das würde den kompletten Multiplayer überflüssig machen. Wieso? Renn ich weg, fies. Feuer. Oh, was haben wir hier? Ja, Kobalt, noch mehr. Schaden, wenn ich da dran stehe. Aber eigentlich müssen wir ja im Grunde genommen hier gar nicht sammeln, sondern wir brauchen jetzt diese komischen Herzen und wir suchen eine riesige, eine große pinke? Eine fette pinke Blume. Eine fette pinke Blume, okay, pink. Ja, pink, rosa, keine Ahnung, ich kann die beiden Farbtöne nicht auseinanderhalten. Oh, da unten ist noch ein Herzchen. Pink, glaube ich, pink. Weil ich habe noch so ein Amarok, so ein Jojo gefunden. Was ist das? Ach, Honig. Macht 70 Schaden. Aua. Wenn du eventuell meine Waffe schon gesehen hast, hätte ich hier schon mal gezeigt, wo wir gespielt haben, Marcel. Der kann schwimmen gehen. Nimm sie mit. Brauch jetzt erstmal nichts anderes mehr. Wie, hat keiner in die Kiste reingeguckt? Doch, hab ich doch gerade. Ja, aber ich meine, ach, die Jungs, die gucken immer als erstes rein. Was? Nö. Also, wäre doch gelacht, wenn wir, da habe ich, wichtige Sachen rausgenommen. Ja, da wollte ich doch gerade sagen. Toll, da wurde doch schon wieder alles ausgeraubt. Aua. Ich muss echt noch üben mit dem scheiß Raketenwerfer. Okay, jetzt muss ich mal gucken. So, Life Fruit, eine Lebensfrucht. Einsetzen. Get Alive, jawohl. Die gibt aber nur plus 5. Echt? Ja, die gibt plus 5. Ah, dann braucht man tatsächlich alle 20, um auf 500 Leben zu kommen. Ja, dann kriegst du die alle. Spawn pro Welt auch nur 20, wenn ich das nicht falsch gelesen habe. Oh, ehrlich jetzt? Und dann kriegt unser Tank lieber da die 500 Leben. Also ich kann mir die auf jeden Fall im Singleplayer holen. Weiß nicht, wie das bei den anderen beiden ist. Jo, klar. Ich habe auch jetzt gerade eine Welt. Ich habe hier auch meine eigene Welt, also das ist kein Problem. Wir können die ruhig ein bisschen aufteilen oder so. Also ist ja... Maximum ist 500 dann, oder? Ja. Ich habe mir halt jetzt mit Absicht nicht direkt 500 Leben geholt, einfach um nicht komplett vorauszuspielen. Wollte jetzt bestimmte Waffen haben, die habe ich mir geholt. Für die anderen Waffen, die ich haben will, müsste ich das Spiel fast durchspielen, also... Gut, okay. Ja, deswegen dann gucken wir mal. Deswegen bin ich auf den jetzt erstmal stehen geblieben.
Aber eine große pinke Blume, das ist. Ja, man erkennt die eigentlich ganz gut. Naja, du sagst das einfach so. Wie weit ist das denn? Ist die meistens ziemlich tief oder ist die einfach random? Warte mal, ich kann gleich kurz nochmal ins Wiki gucken, sobald ich die Gegner hier um mich rum weg hab. Ja, Wiki, Leute, müsst ihr unbedingt reingucken. Ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Das ist Wahnsinn, was da alles drin steht. Das ist eine reinste Wissenschaft hier. Sandra, wo gehen wir eigentlich hin? Runter? Ich gehe hier links in die Höhle einmal rein. Okay, dann gucke ich mal, ob ich hier unten Glück habe. Ja, randomly spawn in the underground jungle. Alles klar, oh, ich krieg keine Luft, sagt er was. What? Yes. What? Ich ertrinke. Hey, what? Ich hab Platin gefunden. Ja, auch nicht schlecht. Leider brauchen wir das, glaube ich, gar nicht mehr alles so. Nee, ehrlich jetzt. Also ich finde das ein bisschen schade, dass die alten Materialien dann nicht mehr so viel Wert haben, bis auf bestimmte Rezepte, wo du dann noch alte Sachen brauchst. Ja, genau. Also das finde ich schade. Ach, hier ist der zweite Hive, den ihr gefunden habt, okay. Im Untergrund bin ich so schwach, weil meine Viecher nicht hinterherkommen. Ja, dann warte doch auf deine Viecher. Ja, die kommen nicht hinterher, das ist der Punkt. Die bleiben immer hängen. Große, pinke... Pflanze. Blüte. Das dauert ja auch wieder, dann, bis wir die finden. Ja. Ich hoffe, dass ich die nicht aus Versehen wegsprenge. Ich buddel mich hier nämlich gerade so ein bisschen durch den Untergrund mit meinem Raketenwerfer. Ja gut, aber wenn du sie wegspringst oder einsammelst, kommt halt direkt der Boss, oder? Natürlich ist da jetzt Chlorophyt, ja. Sobald ich aus Versehen dieses Ding in die Luft jage, kommt der Boss. Bei mir. Ja, ich port mich dann zu dir. Ja, wir haben ja alle, meine ich, genug Potions, ne? Ich hab keine mehr, du wolltest mir welche geben. Achso, ja klar, dann komm gleich mal eben rüber. Eine große Pinke, du bist nicht pink, ne? Nur falls, ich hab noch, Ja, warte, hier, komm her. Ja, halbe. Ups. Dann? Jetzt hast du sie wieder. Ah, ich hab keinen Platz mehr, deswegen. Ah, ja dann. Okay, warte. Piggybank. Oh, raus. Piggybank, du bist dran. Alles reinstopf, Handtaschenattacke. Ja. Du kannst mir übrigens schon welche zuwerfen, wenn du möchtest. Ja. Muss ich auch. Ich muss kämpfen. Oh, mein Leben. Ich hab ne Lifefood noch gefunden, ne? Aua. Ja, ist doch gut. Heb die auf. Oder nimm sie. Benutze. Warum soll ich? Ich bin Beschwörer. So die 5 Leben für uns lohnen sich nicht. Ach, und wenn da, schon. Da können wir dir lieber die 100 insgesamt geben. Aua. Aber die alten Materialien, die kann ich in die Luft jagen. Okay, gut zu wissen. Oh, ich habe hier wieder so ein Bienennest gefunden. Okay. Weinbeere, okay. Hast du sie bekommen, Sandra? Ja, haben wir. Alles klar, alles perfekt. Schon. Dann können wir nämlich machen, was wir wollen. Titan, oh ja, nice. Ich liebe die Tentakel, ne? Oh. Tentakel? Ja. Tentakel. So viel Müll wieder dabei. Ja, da, ne? Da kann jetzt ja keine Bienenkönigin mehr sein, oder? Die haben wir ja beide schon. Die haben wir eigentlich besiegt, aber es gibt mehrere. Also, je nachdem, wie groß die Welt ist, kannst du mehrere bekommen. Ja, wollen wir da mal eben gucken gehen? Oder ist wir nichts, wir können die auch gerne hauen. Ja, wir müssen uns halt da durchklappen. Aber ihr habt doch schon zwei geklatscht, ne? Oder? Mhm. Kann mal gucken, was das hier ist. Bloß, wenn es drei geben würde. Hallo? Ja, ups. Ach so, das war. Ich dachte jetzt schon. Ja. Aber Queen Bee schaffen die ja zu zweit auch ganz gut. Komm, Bini. Einfach mal hüpfen, wenn die angelaufen kommt, stürmt oder wie auch immer. Bleib mal hier, komm mal her. Treff ich dich? Ja, ne? Dann wollte ich. Ja, hier, zack, tot. Yeah, alles meins. Ah, warten erstmal. Fast, was haben wir denn? Bienenwachs, okay. Bienenhosen, nice. Graue Druckplatte, Müll. Weinbeere, ja, ich weiß nicht. Eine Bienengun mit 9 magischen Schaden, ja, hallo Julia.
Ah, ist fürs Early Game eigentlich ganz gut gewesen für Sandra. Ja gut, aber... Bigan, oh! Amon? Das war die, die Marcel sich ja eigentlich erhofft hatte. Ich weiß nicht. Den Sander, den ich haben möchte? Ja, aber doch nicht mit 9 magischen Schaden. Ich möchte das Spiel mal was ausprobieren. Okay, warte. So. Was ich eben. Ich mag diese Waffe, muss ich sagen, auch wenn sie diesen neuen Schaden hat, aber sie ist lustig. Achso, okay. Würdest du es uns demonstrieren, bevor du wieder wegschipperst hier? Tschüss. Okay. Ist kein Gegner. Okay. Nur so, also, ja. Gibt's eben Bienen, die Territorium verteidigen, sag ich mal. Cool. Also, wenn jetzt irgendwas kommt, dann greifen die sofort an. Das ist ziemlich cool. Ja, dann, Wohl schneller. Ja, einfach runter. Lass mich hoch. Flügel, Flügel. Ich motiviere sie. Keine Angst. Was will ich immer? Ach, Bart, bist du verrückt? Keine Angst. Immer drauf hier. Oh, das ist wieder ein Herzchen. Mal ein bisschen Licht. Na, komm mit. Ist egal. Oh, das geht aber auch noch tief runter. Oh, wäre das angenehm, wenn diese Blume irgendwie aufleuchten würde, ne? Ja, also ich meine, ich mache mir da echt Sorgen, ob wir die überhaupt dort noch finden. Weil das Ding ist schon echt groß hier. Ja, wo ich hier gerade bin, ne, ist auch noch Untergrunddschungel. So, nebenbei. Wo ich hier gerade bin. Ach du Schande. Nee. No way. Ich habe mich hier zwar teilweise komplett durchgesprengt, einfach nur. Okay, hier ist jetzt schon Lava. Orichalcum. Genauso hübsch wie Adamantium. Was bist du denn? Bitte? Ich bin jetzt nicht auf... Ah, lol. Ja, erhöht Unverwundbarkeit, nachdem man gehittet wurde. Hm? Das ist wahr. So, das kenne ich, das ist ganz cool. Ja, ist ziemlich cool, auch generell für so ein Fairkämpfer oder Magier oder so. Ich habe meine Accessoires alle bei Sam. Ich auch circa, aber... Och, guck mal, ein großes Bäumchen. Oh wow, hier ist schon das neue Erz, was wir nicht abbauen können. Doch, ich schon, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, mich zu euch zu bohren. Nee, muss ja auch nicht, ist ja okay. Alter. Aber wir brauchen... Und das Erz ja noch mit, ich liebe das Sammeln. Eine komische pinke Pflanze, was so hell. Okay, da ist nochmal eine Lebensfrucht. Brauchen wir noch Titanium? Nee. Eigentlich ja, brauchen wir nichts mehr. Ich glaube, Sandra hat ja auch alles, ne? An Equip. Ja. Wir müssen tatsächlich nur noch die mechanischen Bosse klatschen. Du hast schon die im Moment beste, die wir haben können. Ja, das ist doch mal nicht verkehrt. Oh, ich habe keine Fackeln mehr? Nein. Was habe ich denn mit denen gemacht? Ich habe welche. Alles gut. Okay. Erleuchte uns den Weg. Oh, eine Truhe. Oh, oh nee, da ist eine Mimik. Ahaha, jawohl. Sternenumhang. Nimm mal. Ja, nimm mal mit. Lässt Sterne bei Verletzungen herabfallen. Und hier unten haben wir direkt... Oh, hier unten ist noch eine Bienenkönigin. Moment. Typischer Feind. Immer Stück für Stück. Oh, mal Potion. Ich habe noch einen Hive gefunden. Ja, lass gut, aber... ich weiß nicht. Also ich bin dafür, wir suchen die erstmal in aller Ruhe. Und, okay. Ja, komm her, du fettes Ding, du. Machst du fertig? Ja, ich werde hier gerade von den ganzen kleinen Bienen angegriffen. Die sind viel ekelhafter. Ja, die sind unangenehm. Sehe ich nämlich kaum. Jetzt habe ich auch komische goldene Herzchen, okay. Oh, der macht die einfach mal eben so alleine. Ich kann gerade mal eben nicht helfen. Ich habe kein Leben. Ja, schon okay. Heiltrank. Ja, Cooldown. Hast du große Heiltränke? Ja. Alles klar. Dann läuft das. Ab in die Lava. Komm, komm, komm. Also ich mache mir selber mehr Schaden als die Gegner mir. Ja, also wenn du so einen Raketenwerfer benutzt, dann...
Ich habe halt keine Lust zu graben. Was schon wieder?